Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute ist sie angekommen, die 01104 von Rocco in, wie ihr seht, Wechselstrom. Allerdings ohne Sound. Ich habe hier noch einen Decoder von einer Märklin 01147. Ich gehe mal stark davon aus, dass der für diese Lok auch passt, und ich werde jetzt diese Lok auf Sound umbauen. Mal sehen, vielleicht bekommt sie sogar eine Fahrwerksbeleuchtung. Als erstes wird wie immer der Tender getrennt, und ich werde dann mal herausfinden, wie kann ich hier den Decoder ausbauen. Dann die Platine, kann ich die so einfach einlöten und dann den Lautsprecher platzieren. Das sind so im Groben die Vorgehensweise, die ich hier mir für diese Lok ausgedacht habe. Dann geht's mal los. Die Lok ist getrennt. Ich habe hier den 5-Pol-Motor und hier habe ich den, ich denke mal, Lopi 2 von ESU. Dann kann ich mal mit dem Ausbauen des Decoders beginnen. Wie ich mir schon dachte, hat auch diese Lok schon einen Schnittstellenstecker. Jetzt ist natürlich die Frage, bekomme ich hier diesen Motor und Lautsprecher in das Tendergehäuse mit Schnittstelle oder ohne? Das ist halt die Frage. Tja, wie immer im Leben ist die Theorie und die Praxis doch ein wenig unterschiedlich. Ich habe hier in der Bauform dieses Kohlekastens leider nicht die Möglichkeit, den Lautsprecher hier einzubringen. Da reicht er mir von der Tiefe her nicht. Es bleibt mir nichts anderes übrig, wie hier den Lautsprecher einzubringen, praktisch hier auf dieses Plateau. Quasi so. Das Problem ist aber, dass wenn ich hier die Länge ausmesse, dann passt das. Ich würde auch den Deckel hier wieder drauf bekommen. Nur habe ich das Problem, dass an diesem Decoder hier unten ein Kondensator angebracht ist. Der streift natürlich auf der Schwungmasse. Ich könnte jetzt die Schwungmasse abnehmen. Das wäre der größte Blödsinn, den ich machen könnte. Also habe ich mich dazu entschlossen, diesen Kondensator aus dieser Platine auszulöten und ihn zu versetzen. Um das zu kontrollieren, habe ich hier einen alten Decoder, der leider nicht mehr funktioniert. Der war mal in einer 44er drin. Und an diesem defekten Decoder trainiere ich jetzt. Das heißt, ich nehme jetzt hier
diesen defekten Decoder ab und löte diesen Kondensator hier aus. Somit kann ich dann sehen, ob diese Sache dann auch vom Platz her in meinen Kasten hier reinpasst und ob sich der Motor dann noch frei drehen lässt, wenn ich die Kohleimitationsabdeckung da wieder aufsetze. Na gut, dann wollen wir mal beginnen mit dem Auslöten. Und zack ist er ausgelötet. Ich kann jetzt im Prinzip diese zwei Kabel hier anlöten. An den ursprünglichen Platz des Kondensators und an den Kondensator an eine beliebige Stelle innerhalb des Gehäuses platzieren. Ich setze jetzt einfach mal diesen modifizierten Decoder auf. Jetzt habe ich ja hier Platz. Setze es darüber. Und siehe da, ich habe kein Problem mehr, er streift nicht mehr. Jetzt kann ich mir ja den Kondensator hier an die Seite packen. Das würde passen und somit hätte ich auch hier die Möglichkeit, diesen Deckel wieder aufzusetzen, ohne ein Problem vom Decoder. Jetzt kann ich da hinten den Lautsprecher platzieren und die ganze Sache funktioniert. Ja, ich muss auch hier gestehen, ich muss hier etwas abnehmen von der Platine, dass ich hier etwas mehr Luft bekomme, aber da habe ich ja genügend Platz. Ich habe jetzt die Platine etwas abgenommen und jetzt passt auch hier der Lautsprecher einwandfrei rein. So dreht sich das Ganze einwandfrei. Und so kann ich das auch dann jetzt anschließen. Das freut mich, dass das alles so reinpasst. Jetzt werde ich mal die Lokform auseinandernehmen, da ich wissen möchte, wie sieht denn das aus. Dazu muss ich natürlich den Kessel mal abnehmen. Jetzt habe ich, da sieht man schon, da ist nur so eine Platte drin. Da sieht man eindeutig, da wurde ein Kabel gequetscht beim Einbau. Hier habe ich Dioden drin und hier vorn befindet sich die Glühlampe für die Beleuchtung und auch hier habe ich dann
das Blättchen zum Umsetzen des Rauchgenerators. Dieser wird sich jetzt über F1 einschalten lassen. Da habe ich die Plusinformation, die nach hinten geht. Hier denke ich mal, ist die Beleuchtung aufgelegt. Hier die F1, hier das Plus für die Beleuchtung bzw. F1, das hier, das müsste die Beleuchtung sein. Das ist ja die Masseverbindung. Das kann ich ja rausfinden. Ich habe jetzt mal die Leuchtdioden getestet und habe diesen Lichtverteilungskasten wieder aufgesetzt. Ich nehme den jetzt mal ab. Und zum Vorschein kommt eine Leuchtdioden-Reihenschaltung bestehend aus drei Leuchtdioden. Und zwar sind das diese PLCC Leuchtdioden. Die habe ich ja schon des Öfteren verbaut. Hier seht ihr die Leuchtdiodenkonstellation. Ich habe diese Leuchtdioden zum Einsatz genommen. Die haben natürlich wie jede Leuchtdiode eine Plus- und eine Minusseite. Ich habe das Plus hier unten anfahren lassen. Die Leuchtdiode steht in der Form drin. Darüber befindet sich die zweite Leuchtdiode in dieser Lage und die dritte Leuchtdiode kommt in dieser Lage nach unten mit der Masse auf diesen Kontakt. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Wenn ihr den Leuchtkörper hier mal anschaut, dann habt ihr hier einen Lichtleiter. Hier einen Lichtleiter. Die zwei Lichtleiter werden von den seitlichen Leuchtdioden bestrahlt. Der obere Lichtleiter, der sich ja im Tender bzw. Kessel befindet, wird hier oben bedient. Und somit habe ich ein wunderschönes Dreilicht-Spitzensignal. Diese Leuchtdioden sind natürlich warmweiße Leuchtdioden. Die sollen mir nachher ein warmweißes Licht bringen, was leider nicht so wunderbar aussieht. Ich habe das jetzt mal angeschaut, das ist nicht wirklich so warmweiß, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich kann es halt nicht ändern. Warum mache ich diese Leuchtdioden hier rein? Das hat einfach einen thermischen Grund. Ich habe ja hier ein Kunststoffgehäuse. In diesem Kunststoffgehäuse befindet sich nachher die Lampe. Da bei mir die Loks teilweise 6 oder 7 Stunden stehen, möchte ich nicht, dass hier vorne eine solche Wärmeentwicklung entsteht und mir vielleicht dieser Lichtkasten sich verzieht. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist. Ich möchte das halt nicht haben und beuge dementsprechend mit einer Leuchtdiode vor. Soweit die Geschichte mit der Leuchtdiode. Nun geht's mal
weiter. Auch bei dieser Lok war wie bei manchen Rokoloks diese Kugel gebrochen. Die habe ich sauber gemacht, ein bisschen aufgeschliffen mit tausender Schmirgelpapier und dann mit Sekundenkleb eingeklebt. Das hat bis jetzt schon immer funktioniert. Sonst hätte ich hier eine neue Antriebsschnecke benötigt. Das klappt aber zu 99% mit dem Kleben. Ich habe ja gedacht, ich mache hier eine Fahrwerksbeleuchtung ran, aber mein Decoder hat auf F2 eine Feuerbüchsensimulation. Gut, habe ich mir gedacht, mache ich dann halt eine Feuerbüchsensimulation. Ich habe dazu hier eine rote Leuchtdiode eingelötet und habe hier im hinteren Teil diese Diode ausgelötet. Die ist normalerweise dafür zuständig, dass bei Rückwärtsfahrt natürlich auch der Raucheinsatz mit Spannung versorgt wird. Da ich ja hier den Raucheinsatz auf F1 gelegt habe, benötige ich diese Diode nicht mehr. Die habe ich jetzt herausgelötet und habe somit hier an diesem Punkt eine Leitung frei. Diese Leitung nehme ich natürlich jetzt für die Feuerbüchsenbeleuchtung. Und jetzt kann ich schon das Chassis wieder draufsetzen, sprich den Kessel. Damit das Ganze auch richtig funktioniert, muss ich natürlich auch hier die rückwärtige Spannungsversorgung für die, ja, für den Raucheinsatz hier auflösen. Ich habe hier die Beleuchtung, nämlich die Masseansteuerung für die rückwärtige Beleuchtung. Die läuft einmal hier hoch, hier rüber, hier rum an die Glühlampe. Auf der anderen Seite befindet sich die Plusversorgung. Da ich hier vorne jetzt eine Leuchtdiode eingesetzt habe, brauche ich natürlich hier einen Widerstand. Deshalb bin ich hergegangen und habe hier die Leiterbahn aufgetrennt und setze hier den Vorwiderstand ein. Bei mir wieder 1 Kiloohm. Somit ist gewährleistet, dass auch nach Tausch des Decoders irgendwann in einen anderen mit Schnittstelle gewährleistet ist, dass diese Lampe vorn nicht durchbrennt, sprich meine Leuchtdiode ganz bleibt. Jetzt muss ich das nur noch etwas nach hinten verzinnen. So ist auch dieser Abschnitt gesichert und ich kann jetzt hier diesen Schnittstellenstecker gegen einen oder diesen Decoder, der sich an diesem Stecker nachher befindet, gegen jeden anderen Decoder tauschen, ohne dass ich Gefahr laufe, von die Leuchtdiode zu zerstören. Jetzt ist auch die Verbindung der rückwärtigen Beleuchtung hier getrennt, die ja den Rauchdecoder oder beziehungsweise den Raucheinsatz mit Spannung versorgen hätte sollen. Das ist ja jetzt bei mir die Feuerbüchsenbeleuchtung. Also hier ist eine Unterbrechung und hier, wenn ich hier dann Spannung anlege, müsste die rote Leuchtdiode tatsächlich im Führerhaus anfangen zu leuchten. Zur Verdeutlichung habe ich nochmal den Kessel abgenommen. Ich habe hier mein Blau, habe hier mein Licht vorn,
und habe hier ein rotes, ja, pulsierendes Licht nachher für die Feuerstelle. Dann kann ich auch hier einen Widerstand anlöten. Der Schnittstellenstecker ist umgebaut. Jetzt kann ich hier den Motor wieder einsetzen und das Ganze soweit verdrahten. Nach langem Ausprobieren habe ich mich für diese Schallkapsel entschieden. Die passt hier rein. Allerdings musste ich hier diesen Kohletender, da die Abtrappe, sehr stark ausschleifen. Das ist immer etwas knifflig, da man nie weiß, wann man durch ist. Ich hatte jetzt Glück, es hat gerade so gereicht. Also ich habe ein paar helle Stellen, wenn man das mal so anschaut. Aber es ist noch nicht durch. Somit ist das Maximum erreicht. Und jetzt kann ich den Lautsprecher anlöten. Da es sich hier um einen 100 Ohm Decoder handelt, muss ich natürlich auch noch einen Widerstand mit einlöten in die Lautsprecherzuleitung. Wie ihr seht, habe ich die Schnittstellenplatine eingesetzt und die Kabel, die unten vom 8-Pol-Schnittstellenstecker kommen, hier schon verlötet. Hier kommt noch der Lautsprecher ran. Durch diese Klammer hatte ich das Glück oder auch das Pech, dass das Ganze etwas nach oben kam und ich diesen Kondensator hier nicht auslöten muss. Der reicht jetzt wunderbar über diese Schwungmasse hinweg. Natürlich fehlt mir die Höhe oben an meiner Blende. Deshalb musste ich hier oben großflächig ausfräsen. Wie ihr seht, ist das immer so ein Zwiespalt. Aber jetzt löte ich die Lautsprecherkabel an, setze den Lautsprecher ein und dann dürfte auch dieses Projekt sich dem Ende neigen. Wie ihr seht, habe ich die Lok jetzt aufs Programmiergleis gestellt. Ich schalte mal die Zentrale an. Der Sound geht. Gut, jetzt kann ich die Haube aufsetzen und dann wäre auch dieser Umbau beendet. Das wird jetzt noch ein bisschen ein Spaß. Wie ihr seht, ist jetzt die 01104 bei mir auf meinem Testgleis angekommen. Ich zeige euch mal vorn die Beleuchtung. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Beleuchtung findet. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde, sie ist sehr kräftig. Natürlich auch hinten. Jetzt zum Sound.
Das war so ein kleiner Vorgeschmack, was euch erwartet, wenn sie auf meiner Anlage ihre Runden zieht. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Zuschauen des Umbaus hier mit der 01104. Ich finde diese Lok ehrlich gesagt sehr interessant, da sie einfach eine Beleuchtung hat, die mir persönlich sehr gut gefällt, da der Leuchtkörper unterm Umlauf sich befindet. Ich hoffe, ich kann euch mal wieder begrüßen auf meinem Kanal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Grovi 1960.